Ja, hallo und herzlich willkommen zu Faszination Astronomie Online. Heute soll es um Dinge gehen, über die ich eigentlich stundenlang reden könnte, nämlich um all das, was auf unserer Sonne so passiert. Das ist was, mit dem habe ich mich auch von wissenschaftlicher Seite viele, viele Jahre lang mit beschäftigt. Wenn auch nicht unbedingt direkt auf der Sonne, sondern auf anderen Sternen. Da gibt es die gleichen Phänomene nämlich auch. Aber bei der Sonne haben wir eine ganze Menge davon mehr, weil man sie halt auch mit vergleichsweise einfachen Mitteln selber oder halt eben auch ja, anderweitig beobachten kann. Von daher schauen wir also mal, was ist alles so auf der Sonne los? Was gibt es da so zu sehen? Das soll heute unser Thema sein. Die Aktivität der Sonne, darunter fasst man nämlich all diese Begriffe zusammen, mit denen man es da dann zu tun hat. Flecken auf der Sonne, Protuberanzen, Helligkeitsausbrüche. Was man da sieht, warum man das sieht, sprich, wie kommen diese Phänomene zustande, darum soll es gehen. Da gucken wir auch so ein bisschen in das Sonneninnere rein. Das hat mit Magnetfeldern zu tun, aber auch jede Menge anderen spannenden physikalischen Prozessen, die wir zum Teil nur anreißen können, zum Teil halt aber eben tatsächlich ja, schön live verfolgen können, was da so alles auf der Sonne passiert. Und vor allen Dingen nicht nur live, sondern mittlerweile anhand von ja, langen Zeitskalen, von Bilddatenbanken zum Beispiel, von Sonnenbeobachtungssatelliten oder halt eben auch von ja, Observatorien, die schon teilweise über Jahrhunderte hinweg halt eben Beobachtungsdaten der Sonne sammeln, wissen wir eigentlich ziemlich genau, was unsere Sonne so macht und ja, was das vielleicht auch für einen Einfluss auf uns haben kann. Aber fangen wir doch tatsächlich vielleicht einfach mal wirklich mit dem an, was wir so sehen bei der Sonne. Das wäre das hier. Ich habe heute mal einfach ein Teleskop auf die Sonne gerichtet. In dem Falle halt eben natürlich, wie man das natürlich machen soll, mit einer Vorrichtung, die dafür sorgt, dass ja nicht das komplette Sonnenlicht in mein Auge beziehungsweise in dem Falle auf den Kamerachip gefallen ist und habe dieses Bild von der Sonne bekommen. So sieht das aus, was wir hier haben. Wenn wir uns die Sonne im sogenannten Weißlicht anschauen. Das wäre also ja schlicht und ergreifend ein ganz normales Teleskop hernehmen und mal gucken, ja, was gibt es da so zu sehen, wenn wir einfach nur ein Hunderttausendstel des Sonnenlichtes durchlassen. Da fällt dann einmal diese Sonnenscheibe auf, die hier so ein bisschen Sahara-Staub bräunlich-gelblich eingefärbt ist. Die hat hier aber auch ja, dieses hier, so diesen Bereich hier, wo das so aussieht, als wäre da so ein paar ja, kleine Staubkörnchen auf dem Kamerachip oder sowas, als wäre da irgendwie Dreck im Bild. Das sind die Sonnenflecken. Da waren also heute einige zu sehen, eine sogenannte Sonnenfleckengruppe in dem Fall. Und wenn ihr mal genau hinschaut bei dem Bild, etwas unterhalb, also sozusagen genau, ja, auf der unteren Seite gegenüberliegend, da unten drunter ist nochmal so ein kleiner schwarzer Punkt. Also man hat also einmal diesen Bereich da oben, wo so sich auch mehrere von diesen schwarzen Pünktchen in verschiedenen Größen zusammengruppieren zu einer Sonnenfleckengruppe. Und unten darunter ist noch so ein ganz kleiner Einzelner ebenfalls zu sehen. Wenn man genau hinschaut, und das werden wir gleich auch noch machen, gibt es da auch noch einiges mehr zu sehen. Das Bild selber hier bietet alleine schon Gelegenheit, alleine über all die Phänomene, die auf diesem Bild zu sehen sind, sehr, sehr lange zu diskutieren. Schaut mal genau hin. Die Sonnenoberfläche sieht nämlich nicht ganz glatt aus. Die ist so leicht grisselig. Das ist echt. Das ist die sogenannte Granulation. Was es damit auf sich hat, werden wir auch gleich nochmal sehen, wenn wir da so ein bisschen näher reinschauen. Vor allen Dingen aber das Wichtigste jetzt erstmal, die Schicht, die wir da sehen, wenn wir die Sonne in einem ganz normalen Teleskop anschauen, ist die sogenannte Photosphäre. Photos, das ist einfach nur griechisch Licht. Das heißt also die Schicht sozusagen, aus der das Sonnenlicht für uns kommt. Ja, wird auch so ganz salopp gerne mal als Oberfläche bezeichnet. Die ist nämlich sehr, sehr dünn, nur wenige hundert Kilometer dick. Und wir können auch ziemlich genau sagen, dass da Temperaturen von so ungefähr 5500 Grad Celsius herrschen. Ja, lasst uns mal reinzoomen auf so einen Sonnenfleck. Ich habe jetzt mal kein Bild mehr gemacht, halt von ja, so einem Detail-Sonnenfleckenbild, sondern habe mal da in dem Falle jetzt tatsächlich eins aus dem Archiv genommen, das auch nicht von mir stammt. Aber hier können wir so einen Sonnenfleck mal ein bisschen größer sehen. Und man sieht in dem Falle dann, dass diese Sonnenflecken ja durchaus Struktur haben können. Also die haben einmal so relativ
dunkle Bereiche, fast schwarz sozusagen, dann gibt es irgendwas dazwischen, zwischen ja, dem Dunkeln der zentralen Bereiche und der normalen Sonnenoberfläche. Das Dunkle bezeichnet man als Umbra und also diese grauen Bereiche als Penumbra. Also dieselben Begriffe, die gibt es zum Beispiel auch bei Finsternissen, also Halbschatten und Schatten sozusagen, also Hell- und Dunkelbereich, hat in dem Falle aber nichts miteinander zu tun, halt bezeichnet aber in dem Sinne dasselbe Phänomen, dass man also einmal ganz dunkle und einmal mittelhelle Bereiche hat. Was wir sagen können, ist, dass in diesen Flecken Material der Sonne kühler ist als die normale Oberfläche. Deshalb kriegen wir davon weniger Licht und deshalb erscheint uns das dunkel. Das ist ein Kontrasteffekt. Eigentlich leuchtet das Gas da genauso wie das restliche Gas außen um diese Flecken drumherum. Aber dadurch, dass es kühler ist, kommt insgesamt weniger Licht. Und das sehen wir als dunkel, obwohl da in Wirklichkeit auch jede Menge Licht herkommt. Nämlich Licht, das ja von Gas käme, was 4000 Grad heiß ist. Ja, aber schaut euch diesen Sonnenfleck ruhig noch mal ein bisschen genauer an. Also guckt euch mal die Struktur an. Das Ding ist langgestreckt hier. Das ist nicht kreisförmig insgesamt, wenn man all das zusammennimmt. Das ist eher so langgestreckt. Beziehungsweise es hat hier so zwei Bereiche, auf die sich das Ganze konzentriert. Einmal hier auf der einen Seite und dann hier auf der anderen Seite. Man nennt das eine bipolare Struktur. Also es gibt sozusagen zwei Kernbereiche, um die sich alles konzentriert. Was es damit auf sich hat, das werden wir dann später gleich noch sehen. Das hängt eben damit zusammen, wie diese Flecken überhaupt zustande kommen. Und das Ganze hat seinen Ursprung sozusagen im Sonneninneren. Die Struktur dieser Sonnenflecken, die kann auch sehr, sehr komplex sein, wenn ihr euch das Bild da mal genau anguckt. Da kann es Unterteilungen geben zwischen den dunklen Bereichen, sogenannte helle Lichtbrücken. Und vor allen Dingen kann sich die Struktur dieser Flecken auch relativ schnell ändern. Manchmal innerhalb von Minuten oder Stunden, manchmal tut sich da aber auch Tage oder sogar wochenlang nichts und so ein Fleck ist lange zu sehen. Das ist ganz unterschiedlich. Häufig ist es bei den Flecken allerdings tatsächlich so, dass man von einem Tag auf den nächsten schon deutliche Veränderungen sehen kann. Diese Flecken, die können also plötzlich entstehen, wachsen, auch wieder schrumpfen, sich auflösen, verschwinden. Teilweise halt eben nur kurz da sein, teilweise aber sogar Wochen oder sogar Monate lang zu sehen sein. Und mal so als Vergleich, der Fleck, den wir auf dem ersten Bild gehabt haben, also hier dieser hier, der heute zu sehen war, wenn ihr da mal von den oberen hernimmt und da diesen größeren Punkt da auf der rechten Seite von dieser Fleckengruppe hernimmt, der ist locker größer als die Erde. Also, nicht wahr? Unsere Sonne ist ja deutlich größer als die Planeten unseres Sonnensystems. Und wenn man da jetzt mal so einen Größenvergleich hat, da haben wir es also mit einer Struktur zu tun auf der Sonne, die nochmal deutlich größer ist. Ja, aber gucken wir ruhig tatsächlich mal wirklich ganz im Detail. Da haben wir ganz hervorragende Möglichkeiten, das zu tun. Es gibt nämlich bei uns auf der Erde eine ganze Reihe von Teleskopen, teilweise auch schon seit vielen Jahren, die sich darauf spezialisiert haben, die Sonne zu beobachten und halt eben zum Beispiel zu überwachen, was mit diesen Flecken eigentlich passiert. Ich habe hier jetzt mal absichtlich auch nicht Bilder von einem Teleskop ausgesucht, die jetzt zum Beispiel besonders toll und besonders neu sind. Da gibt es zum Beispiel letztes Jahr in Betrieb gegangen, ein amerikanisches Teleskop, eigentlich das größte Sonnenteleskop überhaupt. Aber das hier ist so eins, das habe ich so ein bisschen lieb gewonnen, weil ich es mal selber von innen gesehen habe. Das ist ein Linsenteleskop, das sich befindet auf der Kanareninsel La Palma, wird von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften betrieben. Und ist eigentlich ein sehr, sehr eindrucksvolles Gerät, aber dann trotzdem wieder sehr, sehr spannend, das auch mal im Betrieb zu sehen, wenn man halt dann eben da wirklich ganz nah ranschauen kann an diese Sonnenflecken. Und so sieht das aus. Also wenn wir an einen solchen Sonnenfleck mal ganz nah heranzoomen, das Bild hier ist jetzt eingefärbt, das muss man dazu sagen. Es ist in Wirklichkeit eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild, aber in dem Sinne, das macht eigentlich jetzt nichts. Was wir hier sehen, ist einmal auch wieder so der Randbereich außen um die Flecken drumherum. Und guck mal genau hin, da sieht man ziemlich deutlich auch schon wieder so diese Struktur außen drumherum, die auf dem allerersten Bild schon andeutungsweise zu sehen war und die man auf dem zweiten eben auch schon hatte. Also dieses Grisselige der normalen Sonnenoberfläche. Das ist also die Granulation.
Und was man da hat, ist tatsächlich ja das Blubbern und Brodeln, wenn man so will, der Sonnenoberfläche. Also die Sonnenoberfläche kocht, so ähnlich wie Wasser im Kochtopf hat man da so Blasen, die da aufsteigen. Und das kann man auch richtig sehen. Und ja, dann hat man hier diese feine Struktur dieser Sonnenflecken. Und ja, wie das aussieht im Zeitraffer, können wir uns tatsächlich auch ruhig mal anschauen. Ich habe hier vom selben Teleskop mal einen Zeitrafferfilm. Der läuft jetzt hier in Wirklichkeit über ein paar Stunden hinweg und läuft hier jetzt auch mehrfach hintereinander, wenn ich das hier so anklicke. Man sieht da also dann dieses Blubbern und Brodeln richtig und hat teilweise ein bisschen das Gefühl, dass das Material so in die Flecken reinfließt. Das stimmt in Wirklichkeit nicht, aber man hat auch da wieder innerhalb der Flecken Bewegung der Materie. Auf jeden Fall kann man halt aber tatsächlich sehr, sehr schön sehen, dass gerade diese Granulation, dieses Blubbern und Brodeln tatsächlich stattfindet. Was passiert da? Ja, steigt halt einfach heißes Material von unten nach oben auf und kühlt sich an der Oberfläche ab, sinkt wieder runter. Also wirklich genau wie Wasser im Kochtopf. Kann man also wirklich hier schön verfolgen. Ja, so viel vielleicht zur Sonne im normalen Licht, in Anführungsstrichen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, noch mehr zu sehen. In dem Falle jetzt nicht mehr auf der Oberfläche, in der Photosphäre, sondern in anderen Schichten, in dem Falle der Sonnenatmosphäre, also in Schichten, die oberhalb der Photosphäre liegen. Da gibt es Spezialteleskope für, die kann man sich als Hobbyastronom auch kaufen. Sowas haben wir am Haus der Astronomie auch. Ich habe selber auch so eins, dass die Sonne in verschiedenen, im Licht von bestimmten Atomen und ihren spektralen Übergängen betrachtet. Besonders populär ist da das hier, das sogenannte H-Alpha-Licht. Das ist eigentlich ein tiefes Rot. Und dementsprechend habe ich hier das Bild auch mal so in etwa in diesem Rotfarbton eingefärbt. In Wirklichkeit ist auch das eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild, weil ich das mit einer Schwarz-Weiß-Kamera fotografiert habe. Und das passt sozusagen hier jetzt genau zu diesem Fleckenbild, was wir vorhin hatten. Ist also auch heute gemacht, dieses Bild. Und naja, was wir da sehen, sieht dann doch schon so ein bisschen anders aus. Also wir sehen irgendwie, dass diese Musterung der Oberfläche, dass die deutlich stärker und auch irgendwie größer von den Strukturen her ist. Das heißt also, das ist tatsächlich auch was anderes. Also die Strukturen, die wir hier sehen, sind das sogenannte chromosphärische Netzwerk, was sich da so wirklich wie so eine Art Orangenhaut hier über die Sonne zieht. Wenn ihr mal genau hinguckt, stellt ihr fest, der Fleck, der ist auch da. Also den seht ihr hier, den kann man sehen. Aber der ist umgeben auch von so hellen Bereichen. Schaut man genau hin, dann kann man das erkennen. Da sind ist der dunkle Fleck, hier ist noch so ein Teil, der auch dunkel ist. Aber außen, gerade um diese, zwischen diesen beiden Bereichen und außen drumherum ist es hell. Und hier unten, wo der zweite Fleck war, den kann man eigentlich gar nicht so richtig sehen. Da ist auch was Helles. Umgekehrt gibt es hier auch Bereiche, so hier oder da, wo es wieder aussieht, als hätte ich da Dreck auf dem Kamerachip gehabt. Das ist nicht so, sondern die dunklen Bereiche sind sogenannte Filamente. Was wir da letztendlich sehen, ist so eine Art Schattenwurf von Wolken, die über der Sonnenoberfläche schweben. Und zwar werden wir die gleich noch ein bisschen näher sehen, denn wenn die am Sonnenrand sind, dann sehen wir sie nicht mehr als Schattenwurf, sondern tatsächlich aufleuchten. In dem Falle halt jetzt, wenn ich mit demselben Teleskop ein Bild mache, das länger belichtet ist, dann tauchen die als sogenannte Protuberanzen auf, wirklich Gaswolken, die über der Sonnenoberfläche schweben. Das Spannende an der Chromosphäre, an dieser Schicht, die wir uns hier anschauen, ist, dass sie heißer ist als die Photosphäre. Also wir gucken hier in so 10, 20, 30.000 Grad heißes Gas. Also nach außen hin wird die Sonne heißer. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen skurril und man muss da ziemlich genau hingucken, um herauszufinden, warum das so ist. Aber letztendlich ist es der Grund, warum wir all diese Phänomene, die hier jetzt noch gleich zutage treten werden, überhaupt erstmal erkennen können.
ohne so ein Spezialteleskop haben wir leider nur eine einzige Möglichkeit, diese Chromosphäre halt auch sehen zu können. Und das ist bei totalen Sonnenfinsternissen, wenn ja der Mondrand sozusagen diese äußersten Atmosphärenschichten freigibt. Da hat sie auch ihren Namen, weil man da nämlich tatsächlich schon in der Antike halt eben dieses rötliche Leuchten bei diesen Protuberanzen sehen konnte. Und die können wir uns jetzt tatsächlich ruhig mal angucken. Wie sieht das aus, wenn ich das gleiche Bild einfach mal länger belichte, dann kommt da das hier raus. Das ist dann also die eigentliche Sonnenscheibe überbelichtet. Man sieht jetzt hier halt aber am Rand, da so unten auf 4 Uhr ungefähr, sind so Bereiche, wo dann hier jetzt halt eben da irgendwas hier über dem Sonnenrand schwebt. Und auch da wieder beachten, nicht wahr? Diese Wolken, die da aufsteigen, die sind von den Dimensionen her deutlich größer als wie unsere ganze Erde. Also da verschwindet unser Heimatplanet locker in so einer Wolke drin. Womit haben wir es da zu tun? Diese Protuberanzen sind tatsächlich, kann man sich regelrecht wirklich wie ruhende Wolken manchmal vorstellen, die Tage, manchmal sogar wochenlang auch zu sehen sind, häufig tatsächlich wirklich tagelang. Man kann aber manchmal auch schon innerhalb von Minuten oder Stunden da Bewegungen ausmachen, Veränderungen. So eine Wolke steigt auf wie so eine Art Geysir, sinkt dann wieder ab, wird größer, wird kleiner. Also auch da gibt es ständig Veränderungen. Die können halt eben auch wirklich riesengroß werden, teilweise halt eben nochmal um eine Größenordnung größer als wie eben unser Heimatplanet. Einige von diesen Protuberanzen, die entwickeln sich auch sehr, sehr schnell. Das heißt also, da passieren Dinge auf deutlich kleineren Zeitskalen, die nennt man dann eruptive Protuberanzen. Und das, was da passiert, das resultiert dann häufig auch in sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten der Materie, mit der wir es da zu tun haben. Also da kann Gas ausgeworfen werden, das ist irgendwie sowas wie 1000 Kilometer pro Sekunde, also nicht pro Stunde, sondern pro Sekunde schnell ist. Das ist schon richtig, richtig flott. Und ja, was da dann bei rauskommt, ist zum Beispiel sowas hier. So eine Protuberanz, die eruptiv ist, die kann dann nämlich tatsächlich auch gerne mal explodieren und behält das Material also nicht einfach nur in der Wolke, die da über der Oberfläche schwebt, sondern die tatsächlich auch ins Weltall rausgeschleudert wird und nicht wieder zurückfällt auf die Sonnenoberfläche. Dann ist das Zeug weg, kommt vielleicht sogar bei uns auf der Erde an, je nachdem, wenn das in die richtige Richtung gegangen ist und sieht teilweise halt eben auch sehr, sehr eindrucksvoll aus. Das ist jetzt ein Bild, das ist nicht von der Erde aus entstanden, sondern aus der Erdumlaufbahn, in dem Falle mit der Sonnenbeobachtungssonde SDO. Und das leitet mich auch schon zu einem Kapitel weiter. Wir haben nämlich häufiger mal durchaus das Problem, dass wenn wir die Sonne beobachten wollen, da Wolken im Weg sind hier von der Erde aus. Das stört, aber nicht nur das. Unsere Erdatmosphäre, die verschluckt auch so manches an Licht, was eigentlich gerade bei der Sonne spannend zu beobachten wäre. Nämlich zum Beispiel UV- und Röntgenstrahlung. Da leuchtet die Sonne auch, aber da kriegen wir normalerweise hier auf dem Erdboden gar nichts von mit, weil halt diese Strahlungsarten nicht bis zum Erdboden durchdringen können. Wenn wir aber Satelliten verwenden und damit die Sonne beobachten, dann lassen wir auf der einen Seite einmal also dieses Wolkenproblem zurück. Sprich, wir sind oberhalb der Wolken und müssen uns ums Wetter nicht mehr kümmern. Und gleichzeitig können wir dann halt eben auch mit den passenden Kameras diese verschiedenen Strahlungsarten sehen und bekommen da dann halt, in dem Falle Falschfarbenbilder, weil das ist ja dann wiederum auch Strahlung, die wir mit dem bloßen Auge, die der Mensch nicht wahrnehmen kann, bekommen wir dann halt aber nochmal wieder ganz andere Bilder. Das hier ist ein relativ bekanntes Archivbild sozusagen, was auf den ersten Blick halt wie dieses H-Alpha-Bild mit dem Spezialteleskop aussieht, was aber in Wirklichkeit was anderes ist. Das ist nämlich eigentlich ein UV-Bild und zwar sogar schon sehr, sehr energiereiche UV-Strahlung, die fast bis an die Röntgenstrahlung ranreicht, auf der man aber auch so was Ähnliches wie Protuberanzen letztendlich sieht. Eigentlich sind es sozusagen sogar Protuberanzen. Die wir hier erkennen können. Und in dem Falle, wenn ihr euch mal dieses gewaltige Teil hier oben anguckt, also das ist so riesig wiederum im Vergleich zur Erde, also die passt da locker in diesen Bogen hier, in diesen Raumbereich da mehr als 100 Mal rein. Also
so ein Bogen, der kann halt eben auch schon relativ gewaltig werden. Über die Jahre hinweg hat man eine ganze Reihe von Satelliten, die genau sowas verfolgen sollen, nämlich was die Sonne eigentlich macht, auch in Strahlungsbereichen, die man von der Erde aus nicht sehen kann, hochgeschickt. Die bekanntesten sind SOHO, der hat jetzt letztes Jahr gerade sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert, und das Solar Dynamics Observatory, SDO. Und das Schöne an diesen Satelliten ist, dass man damit nicht nur diese tollen Bilder in teilweise quietschebunten Farben angucken kann, sondern dass man das halt eben in Wirklichkeit auch selber machen kann. Hier mal zum Beispiel haben wir den Anblick nochmal im Röntgenlicht, jetzt nicht mehr im UV, sondern im Röntgenlicht. Da schauen wir dann nochmal eine Schicht höher, nämlich in die Corona der Sonne, also in die äußerste Atmosphärenschicht. Da gucken wir sehr, sehr heißes Gas an. Da wird es nochmal heißer. Wir hatten das ja schon in der Chromosphäre, dass es da heißer wird. Aber in der Corona haben wir den ganzen Effekt nochmal deutlich stärker. Da gucken wir so 1 bis 2 Millionen Grad heißes Gas an. Genauer gesagt ist das eigentlich nicht mehr Gas, sondern das ist sogenanntes Plasma. Sprich, das Gas, mit dem wir es da zu tun haben, ist ionisiert, also in seine atomaren Bestandteile zerlegt, in die Atomkerne und in die Elektronen aus der Hülle der jeweiligen Atome. Und was man da dann sehen kann, sieht nochmal wieder vollkommen anders aus wie das, was wir eben im sichtbaren Licht sehen und was wir da halt eben auch ausmachen können, ist, dass unsere Sonnenatmosphäre offensichtlich nochmal deutlich weitergeht. Das sieht man hier auf diesen Bildern so ein bisschen angedeutet. Vor allen Dingen scheint es da aber auch nochmal deutliche Helligkeitsunterschiede zu geben in diesen Bereichen. Ich möchte euch hier jetzt einfach mal zeigen, wie ihr da selber einfach mal stöbern könnt. Gerade der Satellit SDO, aber auch sein Vorgänger SOHO, stellen die Daten, die man da bekommt, mehr oder weniger fast in Echtzeit zur Verfügung. Und es gibt eine ganz tolle Webseite hier namens HelioViewer. Die URL dazu, die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die echte Webseite funktioniert im Moment gerade nicht, oder zumindest hat sie es vorhin, als ich es ausprobiert habe, nicht funktioniert. Aber sollte bald wieder gehen. Ich habe hier mal so eine Ersatzwebseite, die aber das Gleiche zeigt. Wenn ihr die aufruft, bekommt ihr hier so einen Anblick der Sonne, der so ein bisschen wie Google Maps funktioniert. Das heißt, da könnt ihr raus und reinzoomen. Könnt ihr die Sonne hier so hin und her bewegen. Ihr bekommt auch die Erde, Earth to Scale steht hier dran, so als kleinen Größenmaßstab. Da könnt ihr hier verschiedene Satelliten auswählen. Also ihr habt die Wahl, SOHO, SDO, alles was da so rumfliegt. Könnt auch die verschiedenen Kameratypen, die der Satellit hat, hier auswählen. Könnt ihr einfach mal ausprobieren, was es da so zu sehen gibt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die man sich hier angucken kann. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel mal gewechselt von der Chromosphäre in die Corona, in den Röntgenbereich. Man kann hier sich nicht nur das aktuellste Bild anzeigen lassen, sondern halt eben auch zum Beispiel das Bild von vor 5 Jahren oder von vor 10 Jahren oder wenn man bei SOHO 25 Jahre zurückgeht, halt eben auch das von vor 25 Jahren. Also probiert die Webseite ruhig mal aus, nicht unbedingt die hier, sondern auch ruhig die andere, wenn sie wieder funktioniert. Ist also ein ganz tolles Teil, mit dem es sich zu spielen lohnt. Da kann man nämlich dann richtig schön sehen, was hier auf der Sonne los ist. Und das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen also als nächstes hier nochmal in diesen Bereich, in die Corona, so ein bisschen näher weiter reinschauen, was es da zu sehen gibt. Ich hätte hier nochmal für euch nämlich die Corona, wie ihr sie vielleicht schon mal gesehen habt oder vielleicht halt eben auch von Bildern kennt, nämlich so, wie sie im sichtbaren Licht aussieht. Das ist das Bild von der, was aufgenommen ist während einer totalen Sonnenfinsternis, in dem Falle während der 2017 in den USA. In dem Falle muss also uns der Mond die Sonnenscheibe abdecken, weil die eigentliche Sonne viel zu hell ist und diese Corona komplett überstrahlt. Die sendet also nicht nur Röntgenlicht aus, sondern eben auch so ein bisschen sichtbares Licht. Das ist eigentlich Licht hauptsächlich von der Oberfläche, nicht nur, aber hauptsächlich, was da an den Partikeln aus der Sonnenatmosphäre einfach reflektiert und in unsere Richtung gestreut wird. Aber man kann auch hier so diese haarartige Struktur sehen. Da gehen also wirklich so strahlenartig, geht da offensichtlich Material von der Sonne weg und strömt nach außen ab. Das ist auch tatsächlich so. Und das geht noch viel, viel weiter, als wie wir das hier auf diesem Bild sehen. Der Sonnenbeobachtungssatellit SOHO, der hat auch eine Kamera an Bord, mit der man das noch viel weiter rausverfolgen kann. Diese Kamera hier,
Da ist die Sonne oder die Größe der Sonne ist hier als der kleine weiße Kreis eingezeichnet. Außen drumherum ist noch so ein dunkelblauer Kreis. Die Sonne ist abgedeckt. Das ist so im Prinzip eine künstliche Sonnenfinsternis, die dann mit einem Koronographen gemacht wird. Und was man da sehen kann, ist, ja, dass das, was man hier eigentlich bei der Corona hat, also diese Strahlenstruktur, dass das viele Sonnendurchmesser weit ins Weltall herausragt. Das ist ein Bild jetzt hier von heute, aber ich habe da auch mal einen Zeitrafferfilm dazu von vor ein paar Jahren, wie sowas auch aussehen kann. Also das muss nicht einfach nur so ganz gemächlich abstrahlen, das kann auch mal solche Eruptionen haben. Und das wäre dann halt eben das, was passiert, wenn sich so ein koronaler Massenauswurf, wie wir ihn vorhin gesehen haben, halt eben tatsächlich ins Weltall ausdehnt. Und da kann man sich dann schon vorstellen, okay, ja, ne, das kann auch tatsächlich hier bei uns auf der Erde ankommen, wenn das in die richtige Richtung geht. In dem Falle würde man das tatsächlich sogar auf diesem Kamerabild sehen, wenn das also direkt auf einen zukommt. Hier sieht es tatsächlich eher so ein bisschen so aus, als würde es zur Seite weggehen, hauptsächlich auch. Gibt es aber tatsächlich eben auch. Ja, was passiert noch in Verbindung mit diesen koronalen Massenauswürfen? Eine ganz wichtige Sache, nämlich sogenannte Flares, Helligkeitsausbrüche. Das hängt dann jetzt nämlich tatsächlich damit zusammen, wie das Ganze überhaupt zustande kommt. Also woher kommen denn jetzt eigentlich all diese Sachen? Woher kommen die Flecken? Woher kommen diese hell aufleuchtenden Gebiete in der Chromosphäre? Woher kommen die Protuberanzen? Woher kommen diese Auswürfe, diese Eruptionen? Was passiert da überhaupt? Hier läuft jetzt so als Zeitschleife halt auch wieder so ein Zeitraffer ab. In dem Falle jetzt hier von so einer Röntgenaufnahme von dem SDO-Satelliten. Und guck da mal genau hin. Immer da, wo es hell ist, da sieht man also das Material, das Plasma im Röntgenlicht leuchten. Und was da genau sichtbar wird, sind Magnetfelder. Das Plasma ordnet sich an entlang der Magnetfeldlinien, die aus der Sonne rausgucken. Das weiß man, dass was man da sieht, Magnetfeldlinien sind, weil es halt eben gar nicht anders sein kann. Das sind ja geladene Teilchen und die ordnen sich entlang dieser Magnetfelder an, werden da auch sozusagen eingefangen. Strahlen da, bleiben da so rum und leuchten dann hier, strahlen also in dem Falle dann halt diese Röntgenstrahlung ab. Ja, und manchmal blitzt es da dann so auf. So hell in dem Falle sogar, dass da dann die Kamera komplett teilweise überbelichtet ist in dem einen Moment, dass man da also richtig so einen Streifen nach oben und unten hat. Und wenn man mal genau guckt, während das passiert, ändern diese Magnetfelder ihre Anordnung. Das heißt also, was da eigentlich passiert ist, da ragen solche Magnetfeldlinien aus der Sonnenoberfläche raus und knoten sich mal eben neu um. Dabei wird Energie frei, und zwar jede Menge, und das Ganze auch noch explosiv. Und dabei kann dann halt eben auch ganz schnell mal eine größere Menge Materie einfach ins Weltall rausgeschleudert werden, wenn die Energie dafür ausreicht. Und genau das ist es eigentlich, was bei diesen koronalen Massenauswürfen passiert. Die Magnetfeldlinien, mit denen wir es dann nämlich zu tun haben, die möchten sich eigentlich am liebsten möglichst einfach anordnen. Das mit dem einfach anordnen klappt aber nicht so gut, weil die Sonnenoberfläche die ganze Zeit vor sich hin blubbert und brodelt und die Magnetfelder dadurch verschoben werden, langgestreckt werden und so weiter, sich einfach durcheinander bewegt haben und dann teilweise einfach neu verknoten, um ja einen energetisch günstigeren Zustand, sagt der Physiker, zu erreichen. Und genau das ist es, was hier passiert. Die Energie wird frei und reißt dann halt eben jede Menge Material mit sich. Das Ganze nennt sich magnetische Rekonnektion, wenn sich da also die Magnetfeldlinien neu verknoten. Und es führt dann halt eben zu diesen spektakulären Massenauswürfen und halt eben insbesondere auch zu diesen Helligkeitsausbrüchen, die man manchmal sogar, aber eher selten, im sichtbaren Licht sehen kann. Ja, alles entscheidende Frage ist jetzt natürlich, wo zum Geier kommen denn überhaupt jetzt die Magnetfelder her? Dazu müssen wir einen ganz, ganz kurzen Blick ins Innere der Sonne werfen, wirklich nur ganz kurz. Die Magnetfelder selber kommen
aus dem Sonneninneren eigentlich. Sie entstehen zwischen zwei Schichten des Sonneninneren, nämlich in der sogenannten Tachokline, in der Übergangszone zwischen dem Strahlungsbereich, der den Kern der Sonne, in dem die Energie erzeugt wird, umgibt, und der sogenannten Konvektionszone, also der Zone, in der diese Auf- und Abbewegung des heißen und kalten Materials stattfinden. Also da haben wir zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie Energie transportiert wird, nämlich einmal durch Strahlung und einmal durch Materiebewegung. Und diese Schichten, die verhalten sich auch vollkommen unterschiedlich, die rotieren nämlich anders. Und wenn die anders rotieren, dann heißt das, dass die Magnetfelder, die da innen drin sind, durch diese unterschiedliche Rotation mitgenommen werden. Und ich habe hier mal eine Grafik, die so ein bisschen veranschaulichen soll, was da eigentlich passiert. Im Detail müssen wir uns das gar nicht genau angucken, aber wir fangen mal im Prinzip an mit Magnetfeldern, die hier einfach so ein bisschen so von unten nach oben hier so quer durchgehen. Und jetzt lassen wir unsere Sonne sich mal drehen und lassen den inneren Bereich der Sonne einfach wie eine feste Kugel sich drehen. Und die äußeren Schichten der Sonne lassen wir dann sich allerdings tatsächlich so drehen, dass die unterschiedlich schnell rotieren können. Und was dann passiert, ist tatsächlich halt sowas wie, dass an dieser Übergangsschicht sozusagen die Magnetfelder hier wie so eine Spule aufgewickelt werden. Und dieses Spulen aufwickeln, das führt dann tatsächlich genau zu so einem Effekt. Also es bildet sich so eine Art Spule aus. Und wer nochmal zurückdenkt, wo begegnen einem Spulen? Bei Elektromotoren zum Beispiel. Und Ströme werden da dann im Prinzip tatsächlich auch induziert. Aber wirklich wichtiger ist eigentlich, was mit diesen Magnetfeldern passiert. Mit denen passieren noch so ein paar andere Dinge, die dann gleichzeitig dafür sorgen, dass durch so eine Art Corioliseffekt diese Magnetfelder in Schlaufen zusätzlich verdrillen und nach oben gehen. Und das ist dann das, was hier aus der Oberfläche rausragt. Das sind dann diese kleinen Bögen, die hier halt aus der Sonnenoberfläche rausragen können und die wir dann da im Röntgenlicht aufleuchten sehen. Was hier passiert, diese Kettenreihenfolge, ist, dass einmal wir hier ausgehen von so einer relativ einfachen Struktur zu, diese Spule bildet sich aus, dann fangen diese Schlaufen an, sich zu bilden. Die Anordnung der Schlaufen ist dann wiederum sozusagen von Nord nach Süd, beziehungsweise von Süd nach Nord, und das Ganze führt sozusagen dann insgesamt wieder zu einem Umkehren. Also wir haben sozusagen dieselbe Konfiguration wie die, von der wir ausgegangen sind, nur mit einer unterschiedlichen Magnetfeldrichtung. Und genau das passiert in der Sonne im Laufe von, in dem Falle, 11 Jahren. Also da polt sich sozusagen das Magnetfeld der Sonne einmal um. Und im Laufe dieser 11 Jahre passiert es dann halt eben tatsächlich auch, dass wir mal mehr, mal weniger von diesen, Bögen aus der Sonnenoberfläche rausragen haben. Wenn wir diese ganz einfachen Konfigurationen am Anfang und am Ende dieses Zyklus haben, dann ragt da fast gar nichts aus der Oberfläche raus und dann haben wir auch keine Sonnenflecken. Denn lustigerweise ist es so, da wo die Bögen rausragen, an den Fußpunkten, da sitzen die Flecken. Also das gehört alles zusammen. Wir haben dann also mehr Flecken, wenn besonders viele von diesen Bögen rausragen. Und wir sind jetzt in so einer Phase des Magnetfelds der Sonne, wo jetzt langsam es losgeht, dass wieder mehr Bögen rausragen. In den letzten Jahren war es teilweise so, dass wir monatelang keinen einzigen Sonnenfleck gesehen haben, aber jetzt tauchen dann immer wieder mal doch dann halt auch welche auf. Ja, dieses Phänomen ist dann der sogenannte Sonnenfleckenzyklus, dass halt eben alle 11 Jahre mal mehr, mal weniger Sonnenflecken zu sehen sind. Das ist auch was, das kennt man eigentlich schon ziemlich lange und das hat man schon mehrere Jahrhunderte lang halt auch tatsächlich verfolgt. Hier gibt es zum Beispiel mal jetzt wirklich seit über 100 Jahre hinweg, fast 150 Jahre, das Ganze auch mal aufgezeichnet als so zwei Diagramme. Fangen wir vielleicht mal bei dem unteren an. Da sind so als dunkle Punkte hier dargestellt. Ja, Sunspot Area steht da ganz klein dran auf der Y-Achse und gemeint ist also, wie groß ist der Anteil der Sonnenoberfläche, der von Sonnenflecken bedeckt ist. Und dann kann man hier halt also tatsächlich auch schön verfolgen, nicht wahr? Wie das hier so runtergeht, dann hier hoch, hoch, wieder runter,
Und das sind dann halt immer wieder so diese Zahlenbereiche, so im Bereich von ungefähr 11 Jahren. Da sieht man also, das ist jetzt auch nicht super scharf. Das können halt auch statistisch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Flecken sein. Der Sonnenfleckenzyklus kann auch mal ein bisschen stärker sein. Das heißt also, das geht hier zu höheren Bereichen hoch. Manchmal halt aber auch ein bisschen niedriger. Hier zum Beispiel so der letzte Sonnenfleckenzyklus, der jetzt zu Ende ist, der war eigentlich viel, viel weniger stark als wie der davor zum Beispiel oder auch als wie noch der davor. Diese Sonnenfleckenzyklen, die können also auch unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Der obere Bereich des Diagramms ist das sogenannte Schmetterlingsdiagramm. Der zeigt uns, wo auf der Sonnenoberfläche diese Flecken auftauchen. Und die Nulllinie hier, das ist der Sonnenäquator. Also wenn Flecken da sind, dann werden die hier am Äquator eingezeichnet. Wenn die näher an den Polen der Sonne sind, dann werden die halt im Laufe der Zeit eher weiter oben eingezeichnet. Und was man dann sieht, ist, dass im Verlaufe jeweils dieser 11-jährigen Zyklen die Flecken sozusagen von höheren Breitengraden näher zum Äquator hinrücken. Und dann bekommt man so dieses, kommt so immer dieses Schmetterlingsmuster dabei raus. Wenn man jetzt hier mal genau hinguckt ans Ende der Kurve, da fangen wir jetzt also hier tatsächlich ganz, wenn man da ganz genau hinguckt, kann man das hier schon erkennen, tauchen so hier die allerersten Flecken des neuen Zyklus, der jetzt gerade anfängt, also hier bei höheren Breiten dann eben wieder auf. Und auch die werden dann mutmaßlich, wie ja die letzten 150 Jahre zuvor, dann halt im Laufe der nächsten 4, 5, 6 Jahre dann hier wieder runterrücken und dann irgendwann wird es wieder aufhören, dann wird es wieder eine Zeit geben, nach so 8, 9, 10 Jahren, wo es wieder fast gar keine Flecken zu sehen gibt. Ja, das mit den Sonnenflecken ist nicht alles, was sich an Aktivität zeigt. Wenn also diese Flecken in Verbindung stehen mit den Bögen, die in die Korona ragen, mit den koronalen Massenauswürfen, mit den Helligkeitsausbrüchen, dann sieht man das Ganze tatsächlich eben nicht nur bei den Flecken, sondern halt eben auch zum Beispiel in der UV-Strahlung oder im Röntgenlicht. Und letztendlich ist genau das der Grund, warum man zum Beispiel mit diesen Satelliten wie SOHO und SDO beobachtet. Hier ist mal eine Grafik, die zusammenträgt über die 25 Jahre hinweg, die dieser SOHO-Satellit, übrigens ein Satellit, den die Europäische Weltraumagentur ESA zusammen mit der NASA gebaut hat und nach wie vor halt eben betreibt, wie sich die Sonne im Röntgenlicht über diese 25 Jahre hinweg verändert hat. Schaut euch das mal genau an, wenn wir da anfangen, 1996, da sieht die Sonne im Vergleich eher dunkel aus. 1997, dann hier tauchen so erste helle Bereiche auf. Das können dann also zum Beispiel solche hell aufleuchtenden Bögen sein, wo so eine aktive Region mit so einer Sonnenfleckengruppe dazugehört. Hier 98 ist mehr, 99 geht es dann so richtig rund. 2000, da war ordentlich was los, 2001, oder wird es hier so hell, dass es hier weiß wird und überbelichtet ist, 2002, 2003, dann nimmt es wieder ab, sieht man hier, ne? So 2005 sind wir dann hier so im Bereich, wo eher weniger ist, 2009 auch eher tote Hose, 10, und dann wird es hier wieder ein bisschen stärker, 11, 12, 13, 14, 15, ja, dann nimmt es wieder ab, und so die letzten Jahre ist es dann eher wieder dunkel, im Röntgenlicht. Sieht man also viel, viel extremer, wie sich diese unterschiedliche Aktivität, wie sich die unterschiedlichen Konfigurationen der Magnetfelder auswirken auf die Sonne. Da ist der Helligkeitsunterschied nämlich um einen Faktor 100 teilweise. Also hier so diese ganz dunkle Sonne im Vergleich zu der hellen hier von 2001 oder so von 2012 oder 11 hier, da kann ein Faktor 100 an Röntgenstrahlung dazwischen liegen. Und dementsprechend macht das viel, viel mehr aus. Im sichtbaren Licht würden wir das ja merken oder an der Wärmestrahlung der Sonne. Wenn wir da auf einmal 100 Mal mehr oder weniger von kriegen, dann wird es hier bei uns auf der Erde natürlich ganz anders aussehen. Das passiert nicht. Also dafür machen die kleinen, schwachen Sonnenflecken dann halt keinen allzu großen Unterschied. Aber im Röntgenlicht sieht man den Effekt halt sehr, sehr deutlich. Daher halt also die Konzentration eben auch dieser Satelliten auf genau diese Wellenlängenbereiche, die wir halt eben mit dem bloßen Auge sonst eigentlich gar nicht sehen könnten. Trotzdem kann man sich natürlich mal fragen, ja, was macht denn die Sonne eigentlich halt über diese Zeiten hinweg auch im sichtbaren Licht? Was passiert denn da? Kann man jetzt ja sagen, okay, also wir haben Zeiten, da sind mehr Flecken auf der Sonne, da ist die Sonne dann also ein Tick dunkler insgesamt, wenn man mal das gesamte Sonnenlicht zusammennimmt.
Und dann gibt es Zeiten, ja, da sind keine Flecken, da sollte dann ja alles normal sein. Also habe ich normale Sonnenhelligkeit. So einfach ist es leider nicht. Ich habe hier mal eine Grafik, die das aufträgt. Die ist wieder so zweigeteilt. Unten haben wir hier in schwarz, so als schwarze Punkte, sehen wir Monthly Sunspot Number. Also das ist die sogenannte Sonnenflecken-Relativzahl, die da aufgetragen ist. Das heißt also, wir sehen eigentlich so eine Art Zählrate eigentlich. Wie viele Flecken sind zu sehen über einen bestimmten Zeitraum? Und das ist also das Gleiche wie das, was wir vorhin in dem unteren Diagramm hatten, dass hier also mal mehr, mal weniger Sonnenflecken halt immer alle 11 Jahre dann eben auftauchen. So, und was da drüber hier jetzt in verschiedenen Farben eingetragen ist, sind verschiedene, hauptsächlich Satellitenmissionen, die einfach nur die Helligkeit der Sonne, hauptsächlich eben im sichtbaren Licht, aber wenn man es genau nimmt, eigentlich über alle Wellenlängen hinweg aufgetragen, mal gemessen hat. Also hier, das fängt so in Lila an, dann kommt hier so was Giftgrünes dazu und so weiter. Hier was Braunes, also da hat man dann halt auch immer unterschiedliche Messinstrumente für gehabt. Gemessen hier wird die sogenannte TSI, steht hier dran, steht für Total Solar Irradiance, also die Gesamtabstrahlung der Sonne. Und dementsprechend, ja, was ihr da also seht, wenn ihr mal genau hinguckt, also da, wo viele Sonnenflecken waren, da ist insgesamt die Sonne halt eben auch hell. Und hier auch. Und hier so, ne, wo wir so 2011, 12, 13, 14, 15, auch da haben wir eigentlich die Sonne dann heller. Der Unterschied ist nicht groß. Guckt mal hier auf die Skala. Da steht hier 1360 und hier 1365 Watt pro Quadratmeter. Also das ist so, ne, Watt kennt ihr noch von den Glühbirnen. Also wir haben einen Unterschied zwischen irgendwie sowas wie 1300 und irgendwie, ja, sagen wir mal 61 und vielleicht hier irgendwie 63 oder wenn es hochkommt 64. Also irgendwie so 2-3 Watt Unterschied pro Quadratmeter. Also das ist jetzt nicht so super viel, wenn man das mal insgesamt hernimmt und bezieht auf diese 1300, ja irgendwie 260 Watt im Mittel, die sogenannte Solarkonstante. Also da hatten wir eine winzig kleine Variation drin tatsächlich, ja, passiert, aber sie ist irgendwie genau umgekehrt wie das, was wir erwarten würden. Sprich, es ist ein bisschen heller, wenn Sonnenflecken da sind. Das liegt daran, dass es auch im sichtbaren Licht nicht nur sowas wie die Sonnenflecken gibt, sondern dass halt da zum Beispiel diese Sachen, die wir da im H-Alpha-Licht gesehen haben, dass die sich auch im sichtbaren Licht bemerkbar machen, nur dass wir die meistens nicht so gut erkennen können. Halt eben auch als helle Gebiete, die insgesamt die Sonne so ein bisschen aufhellen. Okay, kann man jetzt sagen, gut. Also wir haben hier irgendwie so eine Variation drinne, halt eben tatsächlich in der gesamten Sonnenabstrahlung, die man hier wirklich auch objektiv gemessen hat, hat das jetzt irgendeinen Einfluss auf uns? Man kann sich fragen, klar, haben diese Massenauswürfe einen Einfluss auf uns? Ja, also sicherlich, also wenn man da nicht aufpasst, dann könnten die uns treffen und was dabei rauskommt, da kann man einen ganzen Vortrag drüber halten. Aber diese Variation über die 11 Jahre hinweg, einfach der Sonneneinstrahlung, kann das zum Beispiel halt irgendwie sich auf das Klima auswirken? Nicht so wirklich. Erstmal überlegt mal, also wir kennen kein Klimaphänomen, was mit 11 Jahren variiert. Wo wir alle 11 Jahre mal mehr, mal weniger von irgendwas haben. Selbst El Niño verhält sich auf anderen Zeitskalen. Und vor allen Dingen, was nicht so richtig funktioniert, in keinster Weise, was man häufiger mal hört von Leugnern des Klimawandels, ist sowas wie, ja, also die Veränderung der globalen Temperatur, das ist doch alles sonnengemacht. Guck mal genau hin, das weiß man nämlich ziemlich genau, dass dem nicht so ist. Hier gibt es das Ganze mal als Grafik aufgetragen. Also das, was eben in den bunten Kurven zu sehen war, hier mal als einen Teil zusammen. Das ist dann hier die gelbe Kurve, gemittelt über viele Jahre hinweg, auch wieder über diese 150 Jahre. Da gibt es zwar schon irgendwie Variationen in dieser sogenannten Total Solar Irradiance, also in der Gesamtabstrahlung der Sonne. Und naja, selbst wenn man das noch über größere Zeiträume hinweg mittelt, passiert da irgendwie was. Aber wenn man das mal verbinden möchte mit der globalen Temperatur, ja, okay, also
Vielleicht hier so in den Jahren, so bis 1950, kann man sich überlegen, ja, das kann vielleicht irgendwie korreliert sein, aber spätestens so hier ab 1960, 1970 läuft das hier diametral auseinander. Wir haben im Moment also eine Zeit, wo die letzten Jahrzehnte hinweg schon die Sonnenaktivität vergleichsweise gering war, wo die Sonnenflecken Zyklen nicht so stark ausgeprägt gewesen sind. Aber unsere globale Temperatur steigt und steigt und steigt. Heißt also, nee, für die derzeitige globale Erwärmung, für die Klimakrise ist die Sonne definitiv nicht verantwortlich. So, ganz zum Schluss möchte ich allerdings noch mal ein Bild in die Runde werfen. Nämlich, dass, ja, wenn man das Ganze allerdings noch eine Stufe höher treiben würde, wenn man sich vorstellen würde, ja, was passiert dann mit der Sonne, wenn ich da jetzt nicht irgendwie nur so ein paar winzig kleine Flecken hätte, sondern was passiert, wenn jetzt zum Beispiel vielleicht die Hälfte der Sonne von Sonnenflecken bedeckt wäre? Was hieße das für uns hier auf der Erde? Ja, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es das überhaupt? Im Moment eher nicht, aber es gab es mal. Wir wissen mit ziemlicher Sicherheit, anhand von Untersuchungen von Sternen, die so ähnlich sind wie unsere Sonne, aber viel, viel jünger, dass die Sonne mit ziemlicher Sicherheit früher mal viel, viel aktiver war. Das heißt, es gab mehr Helligkeitsausbrüche, mehr koronale Massenauswürfe, mehr Sonnenflecken, größere Sonnenflecken. Teilweise war dann halt wirklich die ganze Zeit halt eben auch ja, die komplette Sonne irgendwie fast von Flecken bedeckt. So stellt man sich das ungefähr vor, hier mit den passenden Bildern halt von Soho sozusagen als Simulation einfach mal eingefügt, wie das ausgesehen haben könnte. Ja, hier eben halt sozusagen links nach rechts oder umgekehrt von rechts nach links gehend in der Zeit zurück. Dann würden wir also hier heute anfangen. Das ist so das, was wir jetzt haben. Dann und wann mal so den einen oder anderen Fleck, der vielleicht größer ist als die Erde. Sonnenwind, dann mal eine kleinere Eruption. So als die Sonne so ungefähr ja, 2 Milliarden Jahre alt war, war das noch schon mal deutlich mehr, aber jetzt alles noch nicht so super extrem. Wenn man dann halt aber so zu einem Alter zurückgeht von vielleicht so 650 Millionen Jahre oder ganz jung, als die Sonne also ja gerade erst entstanden war, vielleicht vor 300 Millionen Jahren, bei einem Alter von 300 Millionen Jahren, da kann man sich die Sonne tatsächlich so vorgestellt haben. Und das ist eigentlich insofern spannend, als dass so hier dieses zweite Bild ja eigentlich in die Phase fällt, so Alter 300, 650 Millionen Jahre, wo sich so langsam aber sicher die ersten Lebensspuren auf unserem Planeten entwickelt haben. Das heißt also, zu der Zeit, als sich hier auf der Erde ja, das allererste primitive Leben entwickelt hat, da war auf der Sonne viel, viel mehr los. Und das hatte sicherlich irgendeine Form von Auswirkung auch, weil es halt dann da tatsächlich eben deutlich erkennbar mehr an Massenauswürfen, die die Erde auch getroffen haben, gab, deutlich stärkere Änderungen der Sonneneinstrahlung und so weiter. Und ja, wie das ja, das damalige Leben auf der Erde beeinflusst, das ist ein heißes Thema, dem sich die Astrobiologie heutzutage auch zuwendet. Und ja, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wende mich jetzt euren Fragen zur Sonnenaktivität zu. So. Erste Frage, inwieweit ist die höhere Temperatur der Korona gegenüber der Sonnenoberfläche mittlerweile geklärt? Warum ist die Korona so viel heißer als die Photosphäre? Ja, das ist die Gretchenfrage der Sonnenaktivität sozusagen. Also rein physikalisch auf den ersten Blick erscheint das vollkommen unmöglich. Also von der Energieerhaltung her, das kann nicht sein. Also man kann sich irgendwie vorstellen, ja, da kühlt irgendwas ab, da wird Energie abgestrahlt und alles ist gut. Es muss also offensichtlich in diese äußeren Schichten irgendwie Energie hereingetragen werden, um das nochmal aufzuheizen. Und im Prinzip sind genau die Prozesse, die wir da gesehen haben, nämlich ja, die Eruptionen und Helligkeitsausbrüche, auch ziemlich gute Kandidaten dafür, das zu machen. Allerdings jetzt nicht unbedingt gerade auf diesen großen Skalen, weil das passiert halt ziemlich unregelmäßig und halt manchmal halt auch über längere Zeit gar nicht, wenn die Sonne eher inaktiv ist. Aber auf kleinen Skalen passiert das eigentlich ständig. Das heißt also kleine Helligkeitsausbrüche, sogenannte Nanoflares, die passieren sozusagen kontinuierlich. Sprich, das passiert die ganze Zeit und die Energie kann dann
über verschiedene Prozesse, über die sich im Detail die entsprechenden Profis in der Szene halt auch wirklich durchaus in die Haare kriegen können, welcher da dann jetzt zu welcher Zeit und in welcher Schicht dominiert und was dann da wie passieren kann, halt durchaus noch nicht so hundertprozentig einig sind. Man weiß allerdings ziemlich genau, was da mittlerweile in Frage kommt. Die Energie kommt aber mit ziemlicher Sicherheit eben, wie gesagt, hauptsächlich aus diesen wirklich ganz kleinen, winzig kleinen, ja, Energiefreisetzungen, die da ständig passieren, dadurch, dass irgendwas mit den Magnetfeldern ist. Und ja, diese Energie kann dann durch verschiedene Prozesse halt eben auch tatsächlich in die höheren Schichten der Atmosphäre reingetragen werden. Da ist das Gas sehr, sehr viel dünner und dementsprechend braucht man insgesamt auch gar nicht so viel Energie, um das überhaupt dann noch aufheizen zu können. So, dann haben wir zweite Frage. Ist die Radioemission über Sonnenflecken auch thermisch oder wird sie nur von gyromagnetischen Effekten verursacht? Oh, das geht jetzt schon richtig in den Profibereich. Also folgendes. Radioemission über Sonnenflecken hat tatsächlich meistens auch eine Verbindung zu sowas wie Aktivitätsphänomenen. Das heißt, auch gerade so diese Prozesse, die bei den Flares, die bei den koronalen Massenauswürfen stattfinden, die kommen da in Frage. Wenn man sich das mal im Detail anguckt, was da passiert, ist, dass wir diese Magnetfelder haben. Nehmen wir ruhig mal irgendwie so einen Magnetfeldbogen, der da sitzt. Und dann kommt da noch so einer. Ja, und dann kommen die sich irgendwie in die Haare hier, verkaken sich. Und kann ich das mit meinen Fingern hier nicht mehr nachstellen. Aber das Ganze geht sozusagen erstmal auseinander. Dabei wird diese Energie frei. Die Magnetfeldlinien haben sich dann hinterher neu verknüpft. So, dieses Energiefreiwerden ist ein Prozess, der ja sozusagen erstmal um sich herum alles aufheizt. Das heißt, das geht unter anderem auch in die unteren Schichten. Das ist so eine Art Explosion wirklich, wo die Energie unten reingetragen wird, alles aufgeheizt wird an den Fußpunkten dieser Magnetfeldlinien. Und Radiostrahlung, die da dann so auf die Art und Weise erzeugt werden würde, wäre tatsächlich thermisch. Die ist allerdings tatsächlich nicht das Einzige. Da haben wir dann halt eben auch Strahlung, die ja durch Synchrotron-Effekte erzeugt wird, wo dann halt also Partikel in diesen Magnetfeldern beschleunigt werden, wo da dann halt eben gleichzeitig diese Radiostrahlung halt auch entsteht. Also da haben wir eine bunte Mischung, die dabei ist. Da misst man also tatsächlich sowohl thermische als auch nicht thermische Strahlung, insbesondere in diesen Flares halt eben auch diese nicht thermische Strahlung. Ja, welche Auswirkungen haben Sonneneruptionen auf die Erde? Ich habe eine Bonusfolie dazu. Das sieht so aus. Das ist ein Foto, auf das bin ich stolz. Das war vor vielen, vielen Jahren sogar mal in der Zeitschrift Sterne und Weltraum abgedruckt. Und es zeigt, wie der Himmel aussah an dem Tag, an dem ich vor vielen, vielen Jahren meine letzte Abiturklausur geschrieben habe. Das Bild gibt also tatsächlich genau wieder, wie der Himmel aussah. Wir sehen ein Polarlicht, in dem Fall über Norddeutschland. Und der Himmel brennt in leuchtend roten und teilweise halt eben auch grünen Farben. Was passiert? Ja, die Partikel dieses koronalen Massenauswurfs, die kommen auf der Erde an, wechselwirken mit dem Magnetfeld der Erde, spiralen sozusagen entlang der Magnetfeldlinien des Erdmagnetfeldes in der Umgebung der magnetischen Pole der Erde herunter, treffen dabei auf die Moleküle in der Erdatmosphäre und regen diese Moleküle zum Leuchten an. Und das sehen wir als Polarlicht, das ist hübsch anzusehen. Das würden wir mal sagen, ist jetzt nett. Da gibt es aber auch weniger nette Dinge. Also wenn das heftig wird, letztendlich kommen da geladene Teilchen und die treffen die Erdatmosphäre. Und wenn da besonders viele und besonders schnell kommen, dann werden die bei diesem Auftreffen in Anführungsstrichen nicht einfach nur abgebremst und ja gehen sozusagen in der Erdatmosphäre unter, sondern kommen bis auf die Oberfläche oder oberflächennah. Und dann können diese geladenen Teilchen zum Beispiel halt auch Ströme induzieren in Überlandleitungen und das ein oder andere Umspannwerk lahmlegen. Ist Anfang der 90er Jahre in Kanada mal passiert. Das Ganze kann durchaus eben auch den Funkverkehr stören. Telekommunikation kann Satelliten beschädigen in Erdumlaufbahnen, die ja teilweise außerhalb des Erdmagnetfelds sind. Was unter anderem
anderem halt eben auch mit ein Grund ist, warum man diese Sonnenaktivität so überwacht, weil man genau wissen will, wenn dann jetzt halt eben doch eine stärkere Eruption stattfindet, dass man vielleicht den ein oder anderen Satelliten vielleicht sozusagen in den Standby schaltet und auch die ein oder andere Schutzmaßnahme ergreift. Also man würde zum Beispiel bei einer starken Sonneneruption die Astronauten auf der ISS auch in einen Bereich der Raumstation schicken, der ein bisschen stärker sozusagen von Blei ummantelt ist, um die halt dann eben vor der Partikelstrahlung zu schützen. So, vierte Frage. Findet in der Corona auch Kernfusion statt oder ist dort der Druck bzw. die Materialdichte zu niedrig? Ja, also ja im Sinne von es ist zu niedrig und nein im Sinne von, es findet keine Kernfusion statt. Das ist also wirklich tatsächlich so, dass die Dichte da viel zu dünn ist, der Druck ist viel zu dünn. Da sind wir also wirklich um ja viele, viele Zehnerpotenzen weit weg von den Bedingungen, die im Kern herrschen, wo ja nochmal auch höhere Temperaturen herrschen. Das kann man sich also gar nicht vergleichen mit dem, was da passiert. Das Material ist also im Prinzip deutlich besser als wie jedes Vakuum eigentlich, was wir hier auf der Erde erzeugen könnten. Da kann man also definitiv keine Kernfusion betreiben. Das klappt also so nicht. So, dann haben wir, nimmt die Strahlungsaktivität der Sonne langsam zu und was für eine Rolle spielt der 11-Jahres-Zyklus der Sonnenflecken für die Strahlungsintensität? Die Strahlungsaktivität oder die Strahlungsleistung der Sonne nimmt langsam zu, ja, das ist so, über Jahrmilliarden hinweg. Das ist in dem Sinne jetzt allerdings kein Aktivitätseffekt, sondern einfach schlicht und ergreifend das die normale Sternentwicklung sozusagen. Also die Sonne wird über die Jahrmilliarden Jahre hinweg langsam, aber sicher heißer, wird also zum Beispiel in 5 Milliarden Jahren deutlich heller sein, halt eben auch, als wie sie das heute ist insgesamt. Das liegt aber sozusagen ja an der Energieerzeugung im Sonneninneren. Also da wird einfach durch die Kernfusion mehr Energie produziert, die dann auch nach außen muss, wenn sich das Strahlungsgleichgewicht entsprechend verhält, dass sich also im Inneren der Sonne nichts aufstaut, einfach weil sich die Bedingungen im Sonneninneren über diese langen Zeiträume hinweg so ändern. Das hat jetzt mit den Magnetfeldern der Sonne und halt dann in dem Sinne mit all diesen Aktivitätsphänomenen selber jetzt aber weniger zu tun. Werden für die Sonne auch statistische Daten der Langzeitüberwachung von sonnenähnlichen Sternen des Hamburg Robotic Telescope in Mexiko unter der Federführung von Klaus-Peter Schröder verwendet? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, da muss ich den Klaus-Peter mal fragen, ob die auch die Sonne angucken. Würde sich eigentlich anbieten, weil die das zum Beispiel für Sterne machen. Da kann man sowas Ähnliches machen, halt Langzeitüberwachung von Sternen, das wird auch gemacht in verschiedenen Spektralbereichen, halt zum Beispiel mal zu schauen, haben andere Sterne auch sowas wie Fleckenzyklen, sind die auch 11 Jahre? Wie sieht das mit den Chromosphären auf anderen Sternen aus? Wie sieht das mit den Koronen auf anderen Sternen aus? Wir wissen, dass die Sonne bei weitem nicht der einzige Stern ist, der halt eben diese Phänomene zeigt, ganz im Gegenteil. Wir können von vielen Sternen mittlerweile sagen, dass sie Flecken haben. Das lässt sich mit einigen Tricks sogar sozusagen sogar als eine Art Karte darstellen. Man kann sagen, aus solchen Langzeitmessungen tatsächlich, da gibt es Programme, die Chromosphäre überwachen mit spektroskopischen Methoden, dass es solche Sonnenfleckenaktivitätszyklen halt eben auch auf Sternen gibt, teilweise halt eben mit viel kürzerer Dauer, teilweise halt auch mit längerer Dauer. Insbesondere was sonnenähnliche Sterne angeht, ist das also weit verbreitet. Auch mit Röntgenstrahlung kann man andere Sterne angucken und sieht dann deren Koronen, sieht, dass da teilweise Eruptionen auftreten, die deutlich heftiger sind. Aber wie gesagt, jetzt, ob man da direkt die Sonne anguckt, mit konkret diesem Teleskop müsste ich nachfragen. Es würde sich anbieten, vermutlich nicht die Sonne selber, aber man kann solche Messungen ja zum Beispiel auch am Mond machen und sieht dann Sonnenlicht. So, bei den Flares. Wie hoch ist die magnetische Feldstärke in diesen Feldlinien? Genaue Zahlenwerte weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, insbesondere nicht in Einheiten, die irgendjemandem was sagen würden hier vermutlich. Müsste ich konkret nachschlagen. Es ist in dem Sinne jetzt lässt sich schwer vergleichen so mit Magnetfeldern, die wir auf der Erde haben. Auch für die haben wir ja nicht so wirklich eigentlich irgendwie ein Gefühl.
Ja, die Magnetfelder, mit denen wir da hantieren, die sind halt eben immer irgendwo gekoppelt an Materie. Und wenn ich da jetzt hier irgendwie so einen Neodym-Magneten oder so einen klassischen Eisenstabmagneten hinhalten würde, dann ist das irgendwie was ganz anderes. Aber wie gesagt, genaue Zahlen habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht im Kopf. So, wann tritt der Alpha-Effekt ein und wann greift der Babcock-Leighton-Mechanismus? Oh Gott, das geht jetzt zurück auf diese Grafik, die ich vorhin gezeigt habe, die diese verschiedenen ja, Mechanismen gezeigt hat, die hier so dargestellt werden. Im Prinzip ist das, ja, geht man davon aus, dass es beides gibt und dass sich das zusammen aufaddiert. Insbesondere bei anderen Sternen ist man da sich teilweise dann nicht mehr ganz so sicher, was da wie funktioniert, denn diese anderen Sterne, die haben teilweise diesen Übergang in den Schichten gar nicht. Also kleine Sterne, M-Sterne zum Beispiel, die sind voll konvektiv. Die haben also gar nicht so diesen Zwischenbereich. Und da muss man sich dann andere Dinge überlegen. Da hat man dann sozusagen nur Alpha-Effekte insgesamt, die überhaupt sowas wie Magnetfelder erzeugen können, die dann irgendwie womöglich vielleicht mal an die Oberfläche ragen können. Für die Sonne gilt tatsächlich halt aber eher auch, dass man sich mehr wirklich auf diesen Babcock-Leighton-Mechanismus konzentriert, wenn man jetzt hier halt beschreiben möchte, was das Sonnenmagnetfeld macht, insbesondere was diese Schlaufen angeht. Da funktioniert das also besser. Für andere Sterne, wie gesagt, da kann dieser Alpha-Effekt so ein bisschen besser sein, um die Vorgänge eben insbesondere im Inneren zu erklären, wenn man da so eine Art, ja, Turbulenz halt eben auch hat, durch so einen Stern, der also komplett durch Wärmebewegungen der Materie ständig durchmischt wird. So, ich habe mal gehört, dass unsere Sonne schon ein Stern dritter Generation sein soll. Also gab es vorher schon dreimal Gasnebel und schon zweimal vorher einen anderen Stern. Wie passt das zu unserem Planetensystem? Eigentlich ziemlich gut sogar. Das stimmt. Also wir sind dieser Ausspruch, wir sind Sternenstaub, der stammt daher, dass wir also mal so ganz, ganz kurz zusammengefasst, unser Sonnensystem entstanden ist aus, ja, einer Gaswolke, die sich zusammengezogen hat und in deren Zentrum sich die Sonne rausgebildet hat. Und ja, in den Außenbereichen dieser Gaswolke haben sich Klumpen gebildet, aus denen schließlich und endlich die Planeten geworden sind. Sehr vereinfacht dargestellt, dass das insgesamt ein bisschen komplexer ist. Da sind sich die Astrophysiker und Astrophysikerinnen einig. Aber lassen wir das mal so stehen. Es ist natürlich aber so, dass wir hier auf einem Planeten sind, der größtenteils aus Materialien besteht, die insgesamt im Universum eigentlich gar nicht so häufig vorkommen. Nicht wahr? Also die Erde hat einen großen Eisenkern. Wir sind hier auf der Erdkruste, die zum größten Teil aus Silikaten besteht. Dann haben wir jede Menge Wasser in Ozeanen. Da ist Sauerstoff drinnen neben dem Wasserstoff. Die Sonne selber besteht zum größten Teil aus Wasserstoff, also dann aus Helium. Und ja, nur 2% sozusagen der Masse der Sonne sind Rest, also sprich alle anderen Elemente. Und diese anderen Elemente sind es aber letztendlich, die für uns, für das Leben auf der Erde entscheidend sind. Und diese Elemente entstehen im Inneren von Sternen. Heißt also, wenn ich anfange mit einem nackten Universum, das in dem Falle ja anfangen würde, halt eben mit nur Wasserstoff und Helium und ja, eigentlich wirklich ganz, 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 ganz wenig Rest, nämlich so ein Popelanteil Lithium und Beryllium und sowas, wirklich Popelanteile, die man vernachlässigen kann, dann hätte ich dieses ganze Material nicht, aus dem wir Menschen, aus dem organisches Leben, aus dem so ein Gesteinsplanet besteht. Heißt also, wir haben direkt vor unserer Nase eigentlich den lebenden Beweis, dass diese Prozesse stattgefunden haben müssen, dass also das Material, aus dem unser Planetensystem besteht, halt eben tatsächlich vorprozessiert wurde, in anderen Sternsystemen entstanden ist, am Ende des Lebens dieser Vorgängersterne ins Weltall rausgeblasen wurde, sich vermischt hat mit
damals noch bestehenden Gas- und Staubwolken, aus denen dann wiederum die nächste Generation geworden ist. Und ja, deshalb sind wir tatsächlich heute hier, nach 4,5 Milliarden Jahren Sonnensystem, die aber noch längst nicht alles sind, wenn wir zu 14 Milliarden Jahre Alter ungefähr des Universums zurückgehen. Da gab es also jede Menge Zeit in den ersten knapp 10 Milliarden Jahren, um da Vorgängersterne und ihre Elemententstehung durchlaufen zu lassen. Lässt sich erklären, warum der Sonnenfleckenzyklus 11 Jahre dauert. Hängt dies mit der eventuell von der Sonnenmasse, der Eigenrotationsdauer etc. ab? Oder ist das reiner Zufall? Gibt es einen Einfluss, eine Resonanz zum Beispiel mit Jupiter, der eine ähnliche Umlaufdauer hat? Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch eine Frage, die sich gerade die Leute, die sich mit stellarer Aktivität und auch der Sonnenaktivität auseinandersetzen, stellen und die endgültig immer noch nicht geklärt ist. Was wir nämlich tatsächlich wissen, ist, dass andere Sterne tatsächlich häufiger zum Beispiel gerade kürzere Aktivitätszyklen haben, selbst wenn sie ungefähr das gleiche Alter wie die Sonne haben. Das heißt also auch so, das wäre ja jetzt eine Frage, verändert sich das im Laufe der Zeit? Waren diese Aktivitätszyklen mal kürzer, als die Sonne jünger war? Weiß man nicht so genau, wie sich das wirklich dann über Jahrmilliarden und Jahrmillionen Jahre hinweg verändert. Wir gehen im Moment tatsächlich eher davon aus, dass wir den entscheidenden Punkt, warum es jetzt diese 11 Jahre sind, noch nicht gefunden haben. Weil wir halt eben zwar im Groben irgendwo auch so ein bisschen simulieren können, was mit dem Magnetfeld passiert, aber wenn man da jetzt zum Beispiel in diese Simulation die Parameter der Sonne reinschmeißt, dann kommt dann nicht notwendigerweise 11 Jahre raus. Sondern da kann halt eben auch mal was ganz anderes rauskommen, je nachdem, wie man da an den Einstellungen dreht. Und so richtig rausgefunden, woran das eigentlich liegt, haben wir noch nicht. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass das mit dem Jupiter zusammenhängt. Dazu stehen die in dem Sinne nicht eng genug miteinander in Beziehung. Der Jupiter hat in dem Sinne keinen Einfluss, den er da irgendwie auf die Sonne ausübt, so gezeitenmäßig oder dergleichen. Das ist in dem Falle halt also eher unkritisch. Tatsächlich guckt man sich das bei anderen Planetensystemen durchaus an, also bei sogenannten heißen Jupitern, Exoplaneten, die also sehr, sehr nahe dran an ihrem Stern sind. Da kann das durchaus sein, dass wenn man da dann Magnetfelder hat, die aus dem Stern herausgehen und dieser Planet ist wirklich super nahe dran, dass so ein Magnetfeld dann mal eben bis zu dem Planeten ragt. Anstatt sich sozusagen ja wieder in die Sternoberfläche reinzugehen, geht das Magnetfeld dann mal eben direkt zu dem Planeten hin. Und da kann man dann halt tatsächlich auch sowas wie Stern-Planet-Helligkeitsausbrüche und dergleichen haben. Und sowas versucht man tatsächlich auch zu messen und hat teilweise das auch beobachtet, dass mit der Umlaufdauer dieser ganz nahen Planeten dann halt eben wirklich auch Aktivitätsänderungen einhergehen. Aber in unserem Sonnensystem sind die Distanzen dafür zu groß, da sind diese Effekte also wirklich vernachlässigbar. Kann man die Höhe des Zyklungsmaximums vorhersagen? Nein, kann man nicht. Da ist man ganz glorreich beim letzten Sonnenfleckenzyklus gescheitert. Das hat man damals nämlich versucht, so vor ja, so 15 Jahren oder sowas, hat gesagt, okay, ja, das vielleicht mal so, mal so. Noch viel schlimmer war es bei dem davor. Da hat man dann irgendwie auch gesagt, wird super heftig. Und dann wurde es in dem Falle einer, der war so mäßig und ein bisschen schwächer als der, den man in den 90er, Ende der 90er, Anfang 2000 hatte. Und da ist man dann so ein bisschen vorsichtiger geworden. Im Moment gibt es halt auch Vorhersagen, die sagen, ja, die nächsten Fleckenzyklen, die werden eigentlich eher schwach. Aber ganz ehrlich, die Sonne ist im Prinzip unberechenbar. Wir wissen nicht wirklich, was die Stärken oder Schwächen dieser Fleckenzyklen verursacht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es durchaus mal Zeitperioden gegeben hat in der Erdgeschichte, wo diese Fleckenzyklen tatsächlich teilweise wirklich fast gar nicht zu sehen waren. Da gibt es das sogenannte Maunder Minimum, eine Zeitperiode halt im 17. und 18. Jahrhundert, wo man teilweise über Jahrzehnte hinweg wirklich keine Sonnenflecken gesehen hat. Das heißt also, da war die Aktivität wirklich fast gar nicht ausgeprägt.
und hat auch durchaus, man hat es auch durchaus versucht, ob man das dann jetzt wiederum halt eben mit Klimaereignissen auf der Erde in Verbindung bringen kann. Da ist die Sache so ein bisschen fraglich, ob das dann jetzt Zeitskalen sind, wo das Auswirkungen auf die Erde haben könnte. Es ist auf jeden Fall so, dass ich keinerlei Wetten eingehen würde, jetzt zum Beispiel halt eben auf das kommende Sonnenfleckenmaximum zu wetten. Das kann alles werden. Von wird noch schwächer als das letzte bis zu wird deutlich stärker. Im Moment sind die Anzeichen eher so, dass es nicht unbedingt ein starker Fleckenzyklus wird, aber das will nichts heißen. Das kann sich alles noch ändern. Konnte man auch schon Sonnenflecken auf anderen Sternen detektieren bzw. untersuchen? Ja, kann man. Hatte ich vorhin ganz kurz erwähnt, dass man sowas wirklich tatsächlich messen kann. Man muss da so ein bisschen in die Trickkiste greifen, denn wir können die anderen Sterne ja nicht auflösen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen können wir nicht die Oberflächen dieser Sterne wirklich ja im Detail abbilden. Und selbst da klappt das mit den Flecken nicht. Man kann allerdings mit Hilfe von spektroskopischen Tricks versuchen rauszukriegen, ob es auf den Sternen halt eben Bereiche dieser Sternenoberfläche gibt, die nicht ganz so hell sind wie andere. Und zwar mit Hilfe derselben Methoden, mit denen man zum Beispiel Exoplaneten detektiert oder halt eben generell auch die Geschwindigkeiten von Sternen misst. Es ist nämlich so, dass Sterne sich ja auch um sich selber drehen, tut die Sonne auch. Das heißt also, es gibt immer einen Teil, eine Hälfte sozusagen des Sterns, die sich vielleicht gerade auf uns zudreht, während die andere sich von uns wegdreht. Und wenn man da dann mal genau das entsprechende Spektrum anguckt, sich die Spektrallinien ganz im Detail anguckt, kann man gucken, ob die symmetrisch sind oder ob es da vielleicht irgendwelche Muster in diesen Spektrallinien gibt. Und da kann man mit Hilfe des sogenannten Doppler-Imaging dann wirklich auch so eine Art Karte der hellen und dunklen Bereiche auf dem Stern rekonstruieren. Das funktioniert also tatsächlich. Weiß dann dadurch tatsächlich auch, dass es Sterne gibt, die teilweise halt eben sehr, sehr große und auch sehr kräftige Flecken haben. Ist klar, gerade bei solchen Sternen, wo diese Flecken sehr stark ausgeprägt sind, lässt sich der Effekt leichter messen, als jetzt wie zum Beispiel bei einem Stern, der sonnenähnlich ist. Da wäre das wahrscheinlich im Moment so ähnlich, wenn wir versuchen würden, Exoplaneten zu messen, die halt eben Erdgröße oder kleiner sind. Das geht halt auch nicht mehr so einfach. Sondern da muss man dann halt ganz genau hingucken. Aber bei den ganz großen Hot Jupiters, die zum Beispiel bei der Transitmethode eine große Abdunklung verursachen, da können wir das heutzutage schon mit Hobbygerät, mit einer einfachen Spiegelreflexkamera messen. Und in dem Sinne ist das halt also leichter bei anderen Sternen, die große, kräftige Flecken haben. Aber ja, hat man mittlerweile schon bei so einigen halt eben auch messen können. Wie bilden sich Lichtbrücken? Da muss ich jetzt tatsächlich ehrlich gesagt passen. Letztendlich ist es ja so, also zumindest im Detail muss ich da passen, dass wir bei den Sonnenflecken es mit Bereichen zu tun haben, wo Magnetfelder nicht nur aus der Sonnenoberfläche herausragen, sondern wo diese Magnetfeldlinien insgesamt auch stark verdichtet sind. Also wenn man da mal genau guckt, und da die entsprechenden Magnetfelder rekonstruiert bei diesen Sonnenflecken, haben wir da also stark verdichtete Magnetfelder. Das heißt, da sind die Magnetfeldstärken sehr, sehr hoch. Wie das jetzt wiederum mit den Lichtbrücken insgesamt zusammenpasst, wie gesagt, kann ich jetzt leider nicht sagen. Das Gleiche gilt für die Umbral Dots. Da bin ich also dann auch nicht mehr der Profi, was so diese kleinen Lichterscheinungen, auf die ich jetzt gar nicht eingegangen bin, die man in dem Zeitraffer von dem Sonnenfleck, den ich gezeigt habe, kurz gesehen hat, wo ich aber auch gar nichts weiter zu gesagt habe. Also da muss dann tatsächlich noch mal jemand her, der sich mit diesen Aufnahmen noch näher auseinandersetzt als ich. Okay. Gucken mal, ob hier noch weitere Fragen auftauchen. Kann man vereinfacht sagen, dass Sonnenflecken das Ergebnis des gestörten solaren Magnetfelds sind und durch das gestörte Magnetfeld wird der Strahlungsdruck der Sonne in Form des Sonnenwindes nicht größer, aber besser in den Raum entlassen? Das muss ich jetzt nochmal lesen. Ja, im Sinne von
Wir können uns natürlich immer fragen, was ist jetzt gestört und was ist nicht gestört am Magnetfeld. Also im Prinzip können wir ja durchaus sagen, wenn dieser Zykluseffekt da so abläuft, was erwarten wir eigentlich von dem Magnetfeld? Was ist normal sozusagen? Also würden wir ein komplett ruhiges, glattes Magnetfeld erwarten? Ja, dann haben wir sozusagen diese Bögen, die da rausragen, als Störungen in dem Sinne. Aber wenn wir sagen, wir erwarten das eigentlich, dass das so passiert, dass diese Bögen sich bilden, was wir natürlich in dem Sinne nicht erwarten, ist, dass die jetzt irgendwie eine Art Muster folgen oder sowas, dass da halt also das Ganze metrisch ist, sondern wir sehen tatsächlich halt eben auch, wenn man so eine Magnetfeldrekonstruktion macht, jetzt zum Beispiel von so wie die Magnetfelder insgesamt aus der Sonne rausragen, dass das schon nach einem ziemlichen Durcheinander aussieht. Also das sieht jetzt nicht sehr symmetrisch aus, und wir haben halt offensichtlich auch an einer Stelle Sonnenflecken und nicht überall. In dem Sinne ist es schon auch unregelmäßig, ja. Also wenn wir da jetzt halt also sagen, ja, da wo wir sozusagen eine Asymmetrie in diesem Magnetfeld haben, da können sich die Flecken bilden, da können sich insgesamt so eine aktive Region bilden, da bilden sich diese Bögen. Letztendlich ist das genau das. Was halt aber irgendwo natürlich damit einhergeht, also für den Fleck heißt das jetzt. Wir haben also da, wo die Sonnenflecken sind, halt eben, wie gesagt, die Magnetfelder unmittelbar aus der Sonne herausragen, haben die Fußpunkte dieser Bögen da, haben da auch eine Magnetfeldkonzentration, sprich die Magnetfelder sind da sehr, sehr stark. Und das hält in gewisser Weise sozusagen auch die Materie am Aufsteigen ab. Also das behindert an exakt dieser Stelle ja das Aufsteigen von so einer Blase aus dem Kochtopf in Anführungsstrichen. Also an der Stelle, wo da jetzt gerade die Magnetfelder so verdichtet sind, genau da kann jetzt nichts passieren. Das muss also an die Seite wegrücken. Und in dem Sinne ist das so der Grund halt eben auch, warum wir da halt eben auch in Bereiche schauen, wo wir jetzt halt weniger Strahlung haben. Wir gucken da dann nämlich tatsächlich eben auch in einen leicht anderen Schichtbereich dann wiederum dadurch herein. So, Strahlungsdruck. Wie hängt das mit dem Strahlungsdruck zusammen? Da muss man jetzt aufpassen hier. Strahlungsdruck und Sonnenwind sind zwei verschiedene Dinge. Also Strahlungsdruck heißt wirklich, ja, was sendet die Sonne wirklich an Licht, an Röntgenstrahlung, an UV-Strahlung aus im Sinne von Photonen, von Lichtteilchen und wie gehen die weg? Und Sonne und Wind sind halt wirklich Partikel, also sind Protonen, also die Kerne des Wasserstoffs, sind Alpha-Teilchen, also die Kerne des Heliums. Das eine ist also jetzt nicht unbedingt per se erstmal das andere. Auf alle Fälle ist es tatsächlich so, dass normalerweise für den Sonnenwind es gilt, dass die Stelle, wo wir sogenannte koronale Löcher haben, also sprich, wo eigentlich überhaupt keine oder weniger Strahlung, wo weniger Röntgenstrahlung herkommt, so die Bereiche sind, wo ja die Magnetfelder sozusagen pseudo-offen sind und wo dann auch tatsächlich Partikel entweichen können, wo dann so diese Strahlenbündel auch rauskommen können. Wie lange braucht ein Lichtquant vom inneren Kern der Sonne bis nach außen? Ja, man kann versuchen, das abzuschätzen. Da gibt es aber auch durchaus aus Variationen. Was wir haben im Sonneninneren sind vollkommen andere Verhältnisse jetzt halt eben, als wir in den äußeren Schichten. Wir haben uns mit dem Sonneninneren selber ja jetzt kaum auseinandergesetzt. Da, wo die Lichtteilchen entstehen, wo also die Energieerzeugung stattfindet, haben wir sehr, sehr hohe Dichten, haben sehr, sehr hohe Drücke. Das heißt, wenn da ein Lichtteilchen entsteht, ist ja das Allernächste, was dem mehr oder weniger instantan passiert, ist, dass es auf das nächste Partikel trifft, also auf das nächste Elektron, auf das nächste Proton im Prinzip sogar auch als Möglichkeit, aber es kann sozusagen nicht ungehindert raus. Das heißt also, wir haben da die ganze Zeit so eine Art
zickzack-brownsche Molekularbewegung sozusagen, die so ein Teilchen macht. Also es bewegt sich ganz kurz in eine Richtung und hat da dann schon sozusagen die nächste Begegnung mit dem nächsten Partikel, mit dem es da aufeinander trifft, wird absorbiert, wird wieder neu ausgesendet und so weiter. Und dieser Prozess, der setzt sich sozusagen fort, nicht nur im Kern, sondern auch in der umgebenden Schicht, in der Strahlungszone, da passiert das Gleiche auch nochmal. Und wir haben so eine Art Diffusion, dass die Energie insgesamt dann halt aber schon langsam aber sicher nach außen dringt. Das muss auch so sein, denn im Inneren wird ja immer wieder Energie nacherzeugt und die darf sich sozusagen nicht aufstauen. Das heißt also, es gerät langsam aber sicher immer wieder Material, geht diese Strahlung dann halt so doch tendenziell eher nach draußen, um dann halt ausgestrahlt zu werden, landet dann irgendwann in dieser Schicht, wo es effizienter ist, die Energie anstatt durch diese Strahlungsprozesse halt wirklich durch Energie, durch Materietransport nach außen zu tragen. Das geht dann deutlich schneller und dann ist man auch schon an der Oberfläche und von da aus kann die Strahlung dann eigentlich entweichen, aus der Photosphäre zumindest, das sichtbare Licht auf jeden Fall, und ist dann bei uns. Eine Abschätzung für den Bereich sozusagen, wie lange dauert es jetzt vom Kern bis zur Photosphäre, da kann man natürlich nur eine Art Mittelwert geben. Da kommt dann irgendwie sowas zwischen 100.000 und 10 Millionen Jahre raus als grober Richtwert, den man dann nehmen kann. All das ist irgendwo möglich. Das hat also auch eine bestimmte Verteilung, die das Ganze da dann haben kann. Wie ist der Anteil von schwereren Elementen in den oberen Schichten? Sind die dort auch vorhanden oder sinken die ab? Das ist im Prinzip eine gute Frage, denn dadurch, dass wir diese unterschiedlich gearteten Schichten haben, ist es ja so, dass sich jetzt zum Beispiel im Kernbereich der Sonne halt eben das Material ansammelt, was durch Fusion erzeugt wird, sprich Helium. Also wir haben Wasserstoff, der zu Helium fusioniert wird, das heißt, im Kernbereich der Sonne sammelt sich das Helium an. In der Photosphäre gilt halt tatsächlich aber dann wiederum, dass wir so diese Konvektion haben, die das Material natürlich die ganze Zeit nach außen trägt. Wir haben jetzt insgesamt eher weniger den Effekt, dass wir auf atomarer Ebene halt tatsächlich eine Diffusion nach innen haben. Also sprich, dass sich sowas wie die Eisenatome oder die Eisenkerne dann halt im Kernbereich ansammeln. Können wir auch letztendlich ganz einfach sehen, dadurch, dass wir halt, wenn wir das Spektrum der Sonne anschauen, natürlich all diese chemischen Elemente nachweisen können, die in den äußeren Schichten sind. Die sind also mehr oder weniger über die ganze Sonne fast gleich verteilt. Also die ursprüngliche Zusammensetzung bei der Entstehung der Sonne, die ist in allen Schichten fast gleich, bis halt eben auf das Helium, was im Sonneninneren derzeit weiter verfusioniert wird. Ist der Mechanismus bei den Polarlichtern derselbe wie bei gyromagnetischen Emissionen, nur eben im sichtbaren Bereich? Ich glaube, das bezieht sich auf die Frage mit der Radiostrahlung, nicht wahr? Also ja, im Prinzip ist der Effekt auch vorhanden, dass wir diese gyromagnetische Strahlung bei den Polarlichtern haben. Aber was hauptsächlich bei den Polarlichtern ja der Fall ist, also man kann Polarlichter halt eben auch noch anders nachweisen. Was wir bei den Polarlichtern tatsächlich hauptsächlich haben, ist, dass wirklich die ganz konkret die Partikel treffen. Wir haben also so eine Art Kollisionsanregung halt eben von Molekülen. Also da findet auf molekularer Ebene eine Art Kollision statt, die Elektronenhüllen von Molekülen in einen energetisch höheren Zustand anregt, und der wird dann hinterher sozusagen wieder verlassen und damit leuchtet dieses Molekül. Da finden tatsächlich halt aber eben auch noch andere Anregungsprozesse durchaus statt. Also das ist in dem Falle dann doch schon wieder was anderes. Wie entstehen die Fackelgebiete? Also, wir haben ja im Prinzip gesehen, die Flecken sind der Bereich, wo wir die Emissionen kleiner haben, wo es also dann dunkel ist. Dementsprechend müssen Fackeln also etwas sein, wo wir
wo wir ja Strahlung rauslassen können, in gewisser Weise dann halt also ja eine Art Loch sozusagen. Im Detail bin ich auch da wieder nicht der Profi, mir das anzuschauen. Müsste man halt also tatsächlich mal einen Sonnenphysiker, eine Sonnenphysikerin sich hierher holen, um das mal im Detail anzugucken. Verweise ich in dem Falle tatsächlich lieber mal dahin, bevor ich hier irgendwas Falsches sage. Wie hoch ist die Fluchtgeschwindigkeit für die Sonnenpartikel? Offenbar reichen die 1000 Kilometer pro Sekunde aus. Ja, müsste ich jetzt auch ausrechnen, kann man tatsächlich halt aber ausrechnen. Nicht wahr? Kann man bei der Erde ja auch machen. Nicht wahr? Was ist die Fluchtgeschwindigkeit? Welche Geschwindigkeit muss eine Rakete erreichen, sozusagen, um von der Erdoberfläche starten zu können? Das gleiche gilt für die Sonne auch. Da muss ich also die Masse der Sonne hernehmen und das Ganze halt eben einfach mal in die Formel ausrechnen. Genauer Zahlenwert überlasse ich dann dem Taschenrechner, aber ganz offensichtlich kommt das in den Bereich tatsächlich genau hin. Das sind also, müssten in dem Bereich halt tatsächlich auch genau liegen. Also irgendwie so um die 500, 600 Kilometer pro Sekunde, wenn ich mich nicht irre, zu erinnern, müsste das sein. Kann es sein, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Sonne mit dem Zyklus zusammenhängt, da die Pole langsamer rotieren als die Sonnenmitte? Eine Sonne, die langsamer rotieren würde, hätte der Überlegung nach einen längeren Zyklus. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein, dass wir hier nicht verschiedene Dinge durcheinander bringen. Also, erstens, Sonnenmitte heißt natürlich einmal, wir haben das Sonneninnere, das anders rotiert als wie das Sonnenäußere. Dann haben wir aber auch noch unterschiedliche Rotationsgeschwindigkeiten auf unterschiedlichen Breitengraden in diesen äußeren Schichten. Das kommt da auch noch mit dazu. Also das ist insgesamt ein bisschen komplexer. Was wir in jedem Falle halt aber tatsächlich wissen, und in dem Sinne kriegt die Frage ein Ja, ist, dass Sterne, die insgesamt schneller rotieren, also als Mittel zum Beispiel kann man sagen für unsere Sonne, dass die Rotationsdauer sowas wie 28 Tage beträgt, über die Breitengrade hinweg gemittelt sozusagen an der Oberfläche, dass es da Sterne gibt, bei denen das viel, viel schneller vonstatten geht, bei denen das nur ein paar Tage sind, teilweise halt auch wirklich sehr, sehr wenig, und dass diese Sterne aktiver sind, dass halt also da dieses Verdrillen, dieses Aufwickeln der Magnetfelder schneller abläuft. Das weiß man also tatsächlich. Es gilt insbesondere das, was ich gezeigt hatte, ganz zum Schluss halt eben mit ja sozusagen der Aktivität der jungen Sonne, dass das halt eben darauf zurückzuführen ist, dass diese jungen Sterne sehr, sehr schnell rotieren, also deutlich schneller, als wie das die Sonne tut. Und dass halt eben diese Korrelation halt tatsächlich da ist. Also schnelle Rotation insgesamt mit mehr Aktivität. Ja, also das passiert tatsächlich. Reicht die Winkelauflösung des VLBI aus, um die Aktivität auf anderen Sternen aufzulösen? Auflösen im Sinne von, wir können klar zuordnen, dass da auf Sternen was passiert, ja, aber nicht die Sternoberflächen. Also da kommt auch das beste Radioteleskop der Welt nicht hinterher, halt eben direkt uns Bilder sozusagen von Sternoberflächen zu liefern. Aber auch da gilt wieder halt eben, ja, wir messen Radiostrahlung von aktiven Sternen, wir messen Ausbrüche, sogenannte Radio Bursts, halt eben von aktiven Sternen und können ganz klar zurückverrechnen dann halt eben auch, ohne das jetzt als Bild gesehen zu haben, zum Beispiel, dass halt eben solche Ausbrüche, dass Flares, dass Eruptionen, dass koronale Massenauswürfe auch auf anderen Sternen stattfinden. Das müssen wir in dem Sinne nicht auflösen können, sondern manchmal reicht es schlicht und ergreifend insgesamt, sich zu überlegen, ja, wie würde das dann gemittelt aussehen? Wenn ich also die gesamte Sternoberfläche messe und ja, da kommt dann jetzt mal eben so ein super heller Flair, so ein super starker koronaler Massenauswurf obendrauf. Wie würde das dann insgesamt aussehen? Dann haben wir sozusagen etwas, was ja über dem normalen Level liegt, kommt dann nochmal obendrauf. Und genau das sehen wir dann halt eben tatsächlich auch. Und das misst man auch bei vielen, vielen Sternen und kann das halt eben auch
in verschiedenen Wellenlängenbereichen, nicht nur mit Radiowellen, insbesondere halt eben aber auch in der Röntgen- und in der UV-Strahlung halt messen. Woher kennt man die Magnetfeldstärke auf der Sonne? Über verbreiterte Spektrallinien oder auch aus anderen Messungen? Da gibt es verschiedene Varianten, das zu messen. Das meiste wird tatsächlich über spektroskopische Messungen mit Hilfe von entsprechenden Effekten aus den Magnetfeldern, Starkeffekt und dergleichen, halt eben einfach rausgemessen. Da gibt es also Aufspaltungen von bestimmten Spektrallinien, die zu bestimmten atomaren Übergängen gehören, wo man das dann halt regelrecht rausziehen kann, wie stark so ein Magnetfeld dann halt ist. Das sagt einem dann natürlich bei solchen Sachen halt, wenn man da jetzt zum Beispiel einen bestimmten Sonnenfleck anguckt, natürlich aber erstmal nur aus, ja, wie ist denn jetzt das Magnetfeld in diesem oder jenem Sonnenfleck? Und wenn man jetzt sozusagen Gesamtwert für das Sonnenmagnetfeld angeben will, dann wird das halt schon wieder ein bisschen schwieriger. Eigentlich einfach nur dadurch, dass ich jetzt irgendwie gucke, ja, wie mittle ich denn da über die ganze Sonne hinweg? Also da macht es einem das Leben teilweise schon auch wieder dann eher schwerer, dadurch, dass wir die Sonne als Ganzes sehen können und da halt eben auch Details wahrnehmen können und dann irgendwo mitteln müssen über die ganze Sonne hinweg. Wie sind die Supergranulen zu deuten? Auf die bin ich jetzt tatsächlich ja auch gar nicht eingegangen. Also hier werden lauter Fragen gestellt, die so sehr in die Sonnenphysik reingehen. Wird tatsächlich vielleicht tatsächlich lieber mal einen Sonnenphysiker, eine Sonnenphysikerin fragen. Wir haben natürlich hier Bereiche, diese Granulationsstruktur, die dann halt eben in noch größere Strukturen übergeht. Und zum Teil weiß man dann halt irgendwo wirklich auch noch nicht, wo das herkommt. Und zum Teil weiß ich es einfach noch nicht. In dem Sinne, auch ich kann nicht alles wissen. Was ich allerdings weiß, ist, wie es bei Faszination Astronomie Online weitergeht, nämlich nächste Woche am Dienstag mit Miriam Kepler vom Max-Planck-Institut für Astronomie, die maßgeblich daran beteiligt war, wie dieses Bild hier, das da im Hintergrund der Ankündigungskarte zu sehen ist, zu erzeugen. Das zeigt nämlich diesen hellen Fleck da rechts an der Seite, einen Planeten im Werden. Und in dem Sinne lassen wir Miriam doch mal sozusagen uns Einblicke geben in die Welt der Entstehung von Planeten um andere Sterne.